Scheiße, Touchpad. Oh, kotzt mich an. Na, ist ja egal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. So, gestern haben wir unsere Steinschlagstahl weitergebaut. Bist du hier noch? Die müssen wir heute bloß mal noch anpassen, damit die auch lang fährt. So, eine Haltestelle hinzufügen. Drei. Nee, den. Nicht die 4. So. Genau so. Nicht anders eigentlich. Das ist mit dem einzigen gern Unterschied, dass sie zusammen auf dem Gleis fahren können. Auf getrennten Gleisen. Irgendwie wollt ihr das nicht. Warum wollten ihr das nicht? Habt ihr dafür ein Problem damit? Könnte denken, auf dem Gleis fehlt irgendwie was. Irgendwo ein kleines Stück. Weil sonst müsste es doch funktionieren. Da kann doch was fehlen. Ist alles da? Jo. Ah! Nur so ein Problem gefunden. So. Schon besser. Okay. So, gleichzeitig können wir jetzt sagen, hier, ja, verkaufen, Linie einstellen, auch diese Schiffe hier verkaufen. Tut mir leid, aber es ist halt so. Okay, play. In letzter Zeit ganz schön Geld verloren hier irgendwie. Aber ich denke mal, dieses Gütersystem, was ich gebaut habe, ist noch nicht so erfolgreich da halt. Erste Zeug fehlt. Okay. Wir werden immer noch ein paar Blockstreckensignale hinbauen. Hab ich das im Übrigen vergessen oder was ist hier los? Ich setze die doch sonst immer so in kleinen Abständen. Mei, voll mit Getreide. Mit Getreide. Öllinie macht ganz schön Minus. Okay, wer meckert hier oben rum? So, versuchen mehr Einheiten abzutransportieren. Ja, kann ich machen.
Theoretisch. Auch wenn jetzt gerade das Flugzeug fliegt. Sind unsere Öl-Heinis. Ich habe das Gefühl, unsere Öl-Heinis haben Probleme. Ne, da kommen unsere Öl-Heinis. Mehr Einheiten abtransportieren. Ja, Baumaterial könnte ich eigentlich gerne hier vorliefern. Eigentlich egal. Können wir eine Strecke vormachen, rüber. Aber warum nicht? Bauen wir davor. So. Tun wir mal hier noch einen Güterbahnhof hinbauen. So. So. Das Stück noch. Na, sag mal. Muss schon richtig treffen hier. Und das fällt hier vorne noch ein Stück. So. Signale. So. Und hier. Bauen wir auch noch was hin. Ganz einfach. Sodala und Sodala.
Genau. Jetzt habe ich schon auch da nochmal anders entschieden. Glaube, ich brauche doch einen anderen Zug drauf. Und hier machen wir doch anders. So. Mal kurz Pause machen. Ganz kurz Pause machen. Lokschuppen. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Ich drücke mal B statt N. Züge kaufen. Ich möchte was Schnelleres eigentlich schon mal, das Ding. Und das ist ja kein Pursuit, aber das ist. Ach, ich nehme den. Da muss ich alles elektrisch haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klone, die kommen jetzt auf die neue Strecke. Baumaterial Reisen. Also hinzufügen. Das nochmal. Und das. Okay. Baumaterial Reisen. Werbig. Werbi. Ja, das stelle ich jetzt sicher. Natürlich stelle ich das sicher. So. Alter, diese Straßen manchmal, ne? Verstehe ich echt, ne? So. Hat die Straße eigentlich mittlerweile selber abgegradet? Ja, ne? Ja. Zumindest die Hauptverbindungen. So, Baumaterial liefern wir. Baumaterial. Ich habe schon auf die falsche Taste gedrückt. Ich könnte ausrasten manchmal. Einmal Baumaterial. Oh, scheiße, Touchpad. Oh, kotzt mich an. Na, ist ja egal. So, neue Linie. Von hier. Von hier nach hier. Halt, grün haben wir schon, nehmen wir mal gelb. Und die nennen wir Güter Werbig. So, wo ist unser Depot? Da ist unser Depot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf Güter Werbig. Mit einem Takt von jetzt 80 Sekunden. Denke, das ist in Ordnung.
So, was hat er noch? Ja. Darum kümmern wir uns doch gerade schon. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei Let's Play Transportführung. Da müssen wir nochmal mit dem Personenverkehr was gucken hinten. Das geht so nicht. Also bis denn und tschüss.